Das war ein Launch Control Start und wie der funktioniert, zeige ich euch jetzt. Hi Leute, es ist wieder mal Zeit für Tech Tuesday. Heute schauen wir uns das Thema Launch Control einmal an. Was ist die Launch Control, wie wird sie aktiviert und welche Gründe gibt es, warum sie mal nicht funktioniert? Also, let's go! Mit der Launch Control beschleunigt ihr im Golf Air in 4,6 bzw. 4,7 Sekunden von 0 auf 100. Damit ihr diese Zeit erreichen könnt, passiert hier unheimlich viel im Fahrzeug. Der Antriebsstrang wird vorgespannt. Das bedeutet, die Kupplung wird schon leicht schleifen gelassen. Zum Antriebsstrang gibt es ja bereits ein Video, das verlinken wir euch hier nochmal. Also, die Kupplung ist vorgespannt, gleichzeitig wird der Motor auf 4000 Umdrehungen festgehalten. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass der Turbolader vorgespannt wird. Das Einzige, was der Fahrer jetzt noch machen muss, ist die Bremse lösen und schon geht es nach vorne. Da wir natürlich nicht permanent mit der Launch Control losfahren möchten, ist sie auch nur aktiv, wenn der Fahrer das möchte. Wie der Fahrer das Ganze einschaltet, das zeige ich euch jetzt. Um die Launch Control zu aktivieren, muss euer ESC-System mindestens in der Stellung Sport stehen. Wie ihr schnellstmöglich ins ESC Sport kommt, hat Julia bereits in einem Video gezeigt, das verlinken wir euch hier nochmal. Step 2 ist, ihr nehmt euren linken Fuß und drückt damit kräftig auf die Bremse. Der nächste Schritt wäre, einen Gang einzulegen. Hierzu zieht ihr am Gangwallhebel, bis ihr im Kombi-Instrument die Schalterstellung S seht, für Sport. Das Getriebe muss nämlich mindestens in der Sportstellung sein. Step 3 ist, den rechten Fuß voll aufs Gaspedal. Aber wichtig ist, den linken Fuß nicht von der Bremse runterzunehmen. Jetzt seht ihr im Kombi-Instrument Launch Control aktiv. Und wenn ihr jetzt den Fuß von der Bremse nehmt, dann geht's ab. Es gibt natürlich auch Bedingungen, warum die Launch Control mal nicht funktioniert. Das kann zum Beispiel sein, wenn der Motor zu kalt oder zu heiß ist. Die nächste Bedingung kann zum Beispiel sein, wenn ihr einen Anhänger angesteckt habt am Fahrzeug. Auch dann funktioniert die Launch Control logischerweise nicht. Dritter Punkt, warum die Launch Control mal nicht funktionieren kann, ist ein Sicherheitsaspekt. Die Launch Control funktioniert ausschließlich in der Geradeausfahrt. Das bedeutet, habt ihr ein bisschen Lenkwinkel, wird die Launch Control sich nicht aktivieren lassen. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal raus auf die Teststrecke. Hier testen wir sämtliche Systeme unserer Fahrzeuge, unter anderem auch die Launch Control, wo wir hier schon hunderte von Starts mit absolviert haben. Aber um euch heute mal aufzuzeigen, wie effektiv die Launch Control im Golf Air arbeitet, habe ich unsere Testfahrerin Joanna eingeladen. Joanna startet mit aktivierter Launch Control, ich fahre normal los. Und da werdet ihr mal sehen, wie groß der Unterschied ist zwischen einem Start mit Launch Control und einem normalen Start. Für euch nochmal ein wichtiger Hinweis, wenn ihr mit aktivierter Launch Control losfahren möchtet. Habt keine Angst davor, Vollgas zu geben. Der Motor wird automatisch bei 4000 Umdrehungen begrenzt, sodass ihr optimal vorbereitet seid für einen perfekten Start. Habt, ist das Thema Launch Control eine Mega-Funktion im neuen Golf R. Der Unterschied ist doch schon sehr, sehr groß. Wir haben die Funktion allerdings auch in anderen R-Modellen verbaut. Habt ihr vielleicht schon mal mit der Launch Control einen Start gemacht? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wenn ihr Ideen habt für weitere Tech Tuesday-Folgen, schreibt es genauso in die Kommentare, lasst es uns wissen, wir sind dafür vieles offen. Hier haben wir für euch weitere Videos zum Thema Tech Tuesday verlinkt, schaut auch da gerne mal rein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich sage ciao und abonniert doch gerne den Kanal. Volkswagen.